Herzlich willkommen zu einem neuen alten Projekt hier im Kanal Mr. Veschi Let's Play. Hier ist Fabi. Ich mache jetzt hier praktisch mal so ein, zwei Pilotfolgen für unser neues Projekt Bausi Multiplayer mit Gold Edition. Bausi ist ja schon mal vor einem Jahr, circa einem Jahr, als der Release des Spiels war, bei uns auf dem Kanal gelaufen. Da habe ich damals größtenteils allein gespielt. Ab und zu mal mit dem Uwe zusammen. Das waren, glaube ich, so 4, 5 Folgen, die wir da mal zusammen gemacht haben. Und ja, diesmal möchten wir aber, wenn es geht, zu dritt spielen. Der Andi hat das Spiel auch, ist auch dabei beim Multiplayer. Und ja, wir gucken dann einfach mal. Was haben wir denn jetzt hier? Was sind denn unsere momentanen Aufgaben? Weil ich habe hier schon mal ein bisschen gespielt. Ihr seht, wir haben ein bisschen Geld. Wir sind auch schon ein bisschen vorangeschritten, weil ich ja nicht unbedingt wieder von ganz vorne anfangen wollte. Also momentan arbeiten beide Helfer, okay. Ich würde sagen, den Abschnitt 5 machen wir dann selbst. Ja, den machen wir dann selbst. Apartment House. Wo ist denn unsere Tiefladerzugmaschine? Hier steht er. Also wir haben bis auf den blauen kleinen Kipper haben wir dieselben Fahrzeuge wie vor einem Jahr. Hier steht wieder der Turmdrehkran. Muss mal gucken. Passt der Sound? Mir kommt das so laut vor. Wir machen das Spiel mal ein bisschen leiser. Nicht, dass euch beim Angucken von dem Video die Ohren wegfliegen. So, wir müssen jetzt praktisch zur Fertigwandfabrik. Die ist hier oben. Das war schon mal wieder knapp. Ja, wie gesagt, ich bin hier schon Level 11. Ich habe ein bisschen gespielt an dem Spielstand schon. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal Level 9. Das wird grün. Gut, bin ich jetzt ein bisschen weiter. Man sieht es auch, dass ich schon die großen Bauvorhaben jetzt hier kriege mit Apartmenthäusern und so. Na komm. Und ja, vom Geld her sieht's auch nicht so schlecht aus bei uns. Vor allem, wenn wir diese zwei Bauvorhaben hier noch abschließen. Komm, die geht noch. Ich war doch jetzt nicht hier ständig an der Ampel. Komm, fahr zu. Hier ist die Fertigwandfabrik. Ich glaube, das hatten wir auch im letzten Jahr noch nicht bei dem Let's Play, dass wir da mal was mit Fertigwänden gemacht haben. So, da steht der Auflieger. Das ist ein Mietfahrzeug. Das muss man sich hier mieten bei der Fabrik. Und dann kann man damit die Fertigwände transportieren. Wenn ich das jetzt noch nach all der Zeit richtig drauf habe. So. Fahren wir hier erstmal drunter. Kuppeln ihn an. Fahren die Stützen ein. So. Dann müssen wir ihn, glaube ich, hier in den markierten Bereich stellen. So, ungefähr. Und dann müssen wir, glaube ich, mit dem Verkäufer da quatschen.
Als Bauarbeiter muss man sportlich sein. Achso, sogar eine Verkäuferin. Huhu. Okay, ich kann das noch gar nicht kaufen. Erst wenn mein Arbeiter hier fertig ist, kann ich das. Und das ist das Apartmenthaus bei. Ja. Apartment Hochhaus, na super. Ja, da müssen wir jetzt kurz warten. Obwohl, wir könnten uns schon mal kurz ein Taxi zur Baustelle 1 rufen. So, das ist die hier. Nee. Das ist doch die große Baustelle, oder? Ja, das ist die große Baustelle. Dann ist es Baustelle 2. Hier steht ja auch schon einiges. Ach ja, Harpe, ich könnte mir ein neues Fahrzeug leisten. Das ist aber schön für dich. Ich könnte mir, glaube ich, jedes. Nee, bis auf eines könnte ich mir alle leisten, momentan. So, wir brauchen den Turmdrehkran dafür. Das kostet 3000, den hier herstellen zu lassen. Wie weit ist denn der Helfer? Es dauert nur ein bisschen. Habe ich jetzt nicht gut getimt hier, die Aufnahme zu starten. Gott, das ist ein Riesending. Was guckt denn er seine Schuhe an? Das ist ein ziemliches Gebäude hier. Ich finde es halt auch cool, dass man hier die Baustellen wirklich auch begehen kann. Dass man hier wirklich sich im Rohbau ein bisschen rumtreiben kann. Wenn man darauf wartet, dass seine Helfer fertig werden. Weil ich bin immer noch kein so großer Freund dieser vielen, vielen Transportaufgaben. Gott, das hat aber einige Stockwerke, das Teil. Da ist unser Turmdrehkran fast am Ende. Aber ich habe dem Bausi jetzt noch mal eine Chance gegeben, weil, wie gesagt, Gold-Edition. Es gab auch im vergangenen Jahr dann noch einige Patches, die die Performance verbessert haben. Also ich hatte hier immer, sobald ich in der Stadt war, auf meinem alten Rechner übelste Performance-Probleme. Ich bin da bei 15 FPS rumgekrebst. Und das war natürlich alles andere als berauschend. Jetzt habe ich natürlich zum einen einen neuen Rechner, der schon mal wesentlich mehr Power hat. Und zum anderen gab es einige Patches, wie gesagt, die die Performance vom Spiel verbessern. Und somit, ja, habe ich dem Bausi jetzt nochmal eine Chance gegeben hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr gebt ihm auch eine. Denn die Gold Edition hat noch einige zusätzliche Fahrzeuge und Aufträge mit drin. Und wir gucken einfach mal. Da es auch einen schönen Multiplayer hat, das Spiel, kann man da schon was draus machen. So, jetzt zappen wir uns mal wieder zu unserer Tiefladerzugmaschine. Jetzt ist eigentlich der Abschnitt fertig. Jetzt sollen wir hier 8x Fertigwand holen. Jetzt müssten wir auch bei der was kaufen können. Gott, die Wege. So. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Genau, jetzt sagen sie nämlich hier fürs Apartment Hochhaus 8x Fertigwand kostet 6400. Zack. So, und die wurden jetzt direkt auf unseren Anhänger da geladen. Sehen wir hier. Sind also verladen worden. Dann müssen wir hier die Ladung befestigen. Dann macht ich auch gleich die Plane zu. Und dann steigen wir ein. Und fahren mit dem Ding zur Baustelle. Das ist wieder diese blöde Boah, ist das laut. Diese blöde Verfolgerkamera, die nervt mich auch immer noch.
ist denn hier wieder los? Zum Glück gibt es hier so einen schönen Parkstreifen. Nee, hier oben rum ist einfacher. Also, die fahren hier, das ist einer Saugraus. Genau, da hinten sehen wir schon unseren Turmdrehkran. Und die Baustelle, das hier ist unsere andere Baustelle, die sind momentan direkt nebeneinander, die zwei. Na. Ich habe hier mit dem LKW mit 8 Fertigwänden eine ähnliche Beschleunigung wie der Typ mit seinem, ups. Man sollte nicht links und rechts gucken beim Fahren. Also die haben hier echt eine Interpretation von Vorfahrt. Oh Gott, unser Turmdrehkran ist echt ziemlich am Ende, was das jetzt angeht. So. Steigen wir mal aus. Ladung lösen. Und ab in den Turmdrehkran. Ja. Ich hoffe... Ja gut, das ist der letzte Bauabschnitt. Das Gebäude wird nicht höher. Sonst hätten wir echt ein Problem. Wechseln wir mal. Die ist natürlich auch cool hier, die Kamera direkt aus dem... aus der Kabine oben. So. Wir müssen hier erstmal diese Paletten mit den Modulen abladen. Bloß man sieht hier verdammt wenig. Wir gehen mal auf die Hakenkamera. Damit wir sehen, was wir hier tun überhaupt. Moment, kann man da vielleicht tricksen? Ach nee, dann muss ich bis hoch laufen, um das Ding zu entsichern. Das ist natürlich auch blöd. Also stellen wir es mal hier hin. So, dann holen wir uns gleich noch den zweiten. Das Apartment-Hochhaus ist fertig. Da sollen wir jetzt Kanalmodule liefern. So. Das ist... Ich habe schon lange nicht mehr mit den Kränen gearbeitet hier. Mit den Kranen. Kräne gibt's nicht. So, weil hier sind eigentlich noch Spanngurte drumrum. Die müssen wir auch noch lösen, bevor wir die Dinger rausholen können. So. Und so. Jetzt müssen wir wieder in den Kran. Und dann, da war mir echt der... Wäre mir der Mobilkran sowas von lieber für sowas. Warum gibt er mir jetzt das Mittlere? Ich will nicht das Mittlere. So, ein Humbug. So, jetzt müssen wir den natürlich hochheben bis, ja, bis in den 1, 2, 3, 4, 5, in den 6. Stock. Da ist unser Kran dann auch ziemlich am Ende. Viel höher kann der gar nicht heben. Ich weiß gar nicht, wie hoch der ist, das müssen wir mal... Ah, fuck. Jetzt reicht die Aushubhöhe vom Kran nicht, oder?
Oh, scheiße, die reicht auf einen Millimeter. Okay, es sieht gruselig aus, was ich hier tue. Aber es geht leider nicht, ihr seht's. Ich kann nicht mehr höher heben mit dem Kran. Der ist am Ende. Der ist echt am Ende, was hier die Aushubhöhe angeht. Okay, holen wir jetzt erstmal alles, was in dem drin ist. So, runter, 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 runter. So. Ich weiß nicht, was ich so anpeilen werde beim Bau. Ich denke mal so 30 Minuten Folgen. Weil ich denke mal, in einer 20 Minuten Folge könnte es sein, dass hier einfach sehr, sehr wenig passiert. Weil ich gucke hier nämlich gerade mal nebenbei ein bisschen auf die Uhr. Und stelle fest, in 20 Minuten passiert hier nicht viel. Gut, da wäre dann vielleicht ein bisschen mehr Action, wenn der Uwe und der Andi noch mitspielen. Und wir das wirklich zu dritt machen hier, das Ganze. Das ist halt echt kritisch hier, das Ganze, weil... ich kann nicht höher heben, da bräuchte ich den Mobilkran. Gut, wir könnten da kaufen, das wäre kein Problem. Ihr seht ja den Kontostand. Ich glaube, es gibt auch jetzt in der Gold Edition noch einen anderen Turmdrehkran. Der, ich glaube, höher ausheben kann. So, wieder runter. Und da hinten ist unsere andere Baustelle. Die müssen wir uns dann auch mal noch vorknöpfen. Zwar nicht mehr in dieser Folge, aber... das sieht immer so gruselig aus mit dem Kran. Mann, Mann, Mann. Das kommt davon, wenn man hier Apartment-Hochhäuser baut. Da oben sitze ich im Kran. Seid cool, das wird hier alles in Fertigbauweise hingestellt. So ein ganzes Hochhaus. Ich habe hier nämlich schon einige Fertigmodule geliefert für dieses Haus. Das ist ein komplettes Hochhaus in Fertigbauweise. So. Wieder runter. Das waren erst die Hälfte der Wandmodule für diese Teilaufgabe. Das täuscht auch immer so sehr mit dem Haken. So, raus damit. Ich glaube, wir kaufen uns auch noch den Mobilkran dann. Wenn wir hier mit den zwei Baustellen, ja, wenn ich mit der Baustelle hier fertig bin, kaufe ich mir, glaube ich, den Mobilkran, weil erstens war jedes Mal diese 3000 Euro fürs Liefern von dem hier. Das hat man ja beim Mobilkran nicht, weil, wie gesagt, der ist mobil. Und er hebt, glaube ich, wesentlich höher aus als der hier.
Und der ist definitiv flexibler. So, drehen. Und runter. So, jetzt haben wir nochmal 4 Elemente. Oh Gott, komme ich überhaupt bis da hinten? Das ist schon wieder so ein Problem, wo ich sage, das wäre mit dem Mobilkran überhaupt keins, weil den würde ich halt kurz umsetzen. Also weiß ich, da hinten auf den Parkplatz würde ich den dann stellen und ja, einfach dann die Dinger von dort hochreichen. Das einzig Gute ist, dass wir hier die Hilfe haben mit dem Kreis. Huhu. Ich will das äußerste Modul. Ja, gut. Solche Probleme scheint es noch zu geben. Huhu. Was wird denn das jetzt? Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Jetzt sind sie umgekippt. Weil es auch nicht 100% passt. Ich weiß nicht, ob das an dem Kran liegt oder ob das wirklich dran liegt, dass die Punkte da nicht genau zentrieren, welchen er jetzt als nächstes anhaken soll. So, wir müssen höher, 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 höher. Wir müssen immer bis zum Anschlag hoch. Sonst kommen wir nicht über die bereits bestehenden Elemente drüber. Wenn ich jetzt anfange zu drehen, kommt das Ding so sehr ins Wackeln. Deswegen fahre ich es erst hier rüber. So. Drehen wir es in die richtige Position und lassen es ab. Ja, das ist Spannung pur hier mit dem Kran. Ups. Ich reiß hier mit dem Kranhaken das Ding schon wieder ab. Mal gucken, ob man das vielleicht wieder aufgerichtet kriegt. Oh Gott. Scheiße, da ist irgendwas schief gelaufen. Na komm. Wo hängt das denn? Jetzt haben wir es auch wieder einigermaßen aufgestellt. So, es sind neue Bauausschreibungen verfügbar, das ist aber schön. Ich habe die Monatslänge auf 2,5 Stunden gestellt. Das heißt, wir müssen alle 2,5 Stunden den Unterhalt für die Fahrzeuge bezahlen. Das sieht so gruselig aus, wie diese Elemente jedes Mal an den anderen hängen bleiben. In echt bräuchte man die gar nicht mehr aufbauen. So wie die da hinterher aussehen würden. So, drehen. Und runter. Oh. Passt nicht. Komm. So. Passt doch. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, 2 Elemente sind es noch. Das könnte man in dieser Folge noch schaffen. Und hätten zumindest diese Baustelle fertig.
Dann könnten wir uns in der nächsten Folge nämlich den Mobilkran kaufen und könnten dann die andere Großbaustelle da machen. Weil da brauchen wir, glaube ich, auch ganz viele Fertigwände bei denen. Komm. Und pendel dich aus. So eine Stromtrasse legen wäre auch mal noch cool. So als Auftrag. Aber ich glaube, das wird es nicht geben. Auch in der Gold Edition nicht. Jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir das hinterste Element. Reicht unser Ausleger dorthin? Okay, ja, reicht. Aber das ist dann wirklich Ende. Das haben sie schon genau ausgerechnet, dass ihr Kran so weit reicht. Ihr seht's, also ja, 3 Meter hätten wir vielleicht noch. Zack. So, ein Wandmodul noch. Das kleine, dieses halbe. Und hoch damit. So, dann haben wir hier eine Folge komplett mit dem Kran gearbeitet. So, mal einen kleinen Schluck trinken. Ich bin nämlich immer noch ein bisschen erkältet. Und dass mir nicht die Stimme wegbleibt, muss man hier immer ein bisschen nachfeuchten. So, jetzt stellen wir den wieder so ein, dass es passt. Und... ups, okay. Entweder schrumpft das Haus oder die Mauer da ist kleiner. Eins von beiden. Ich habe nämlich plötzlich Luft. So, mach die Baustelle frei. So, das war der Auftrag. Haben wir 200.000 für gekriegt und ja, jede Menge Erfahrung. So, der Kran steht auf einmal wieder daheim. Okay. Und wo ist unser Tieflader? Der steht bei denen im Garten. Okay. Ah, das haben wir gebaut. Cool. Cool, cool. Cooles Gebäude. So, jetzt müssen wir dann in der nächsten Folge hier auf die Baustelle. Da hat unser... Warum springst du nicht? Ich befehle dir zu springen, aber er kommt nicht rüber. Okay. Was steht denn hier als nächstes an? Ja, hier ist schon mal ein Riesenloch. Ach, Kanalmodule sollen wir hier ja liefern. Stimmt. Und für was sind die hier? Die sind doch eigentlich für den Drehbohrer aus der Gold Edition.
Aber den habe ich doch noch gar nicht. Also für was sind die da? Also guck mal in die Quest hier rein, was wir machen sollen. 4 Kanalmodule, 3 Meter von einem Baustoffhändler und setze sie an der richtigen Position auf der Baustelle. Ja, okay, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich bringe jetzt zwischen den Folgen mal diesen Auflieger hier für die Fertigmauerteile, Fertigwandteile. Den bringe ich mal zur Fabrik zurück. Und ja, in der nächsten Folge schauen wir uns dann hier den Auftrag mal an, was uns hier erwartet. Und dann habe ich mal so 2 kleine Teaser-Folgen wieder gemacht. Und dann gucke ich, dass ab Folge 3 dann praktisch Uwe und Andi dabei sind. In dem Let's Play. So Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt Bausi Let's Play hier, Gold Edition. Und wenn es so ist, lasst doch einen Daumen oder Kommentar zum Video da. Und schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht. Und bis dahin sage ich Ciao.